Filmplakate sind absolut, also sind meiner Meinung nach mit das Wichtigste überhaupt in der Filmproduktion. Man muss ja versuchen, ein Bild zu schaffen, das ja ein Produkt verkaufen will, ja. Setz 20 Romcoms nebeneinander und du hast gefühlt 20 Mal das gleiche Plakat so vom Design her, ja. Und ja, Klassiker, wirklich ohne Scheiß, absoluter Klassiker, Rot-Blau. Movie Minds. Nur Film im Kopf. Erstmal ganz allgemein, wie wichtig denkst du denn, sind Filmplakate denn für eine Filmproduktion? Filmplakate sind absolut, also sind meiner Meinung nach mit das Wichtigste überhaupt in der Filmproduktion. Also nicht unbedingt bei der Filmproduktion direkt, aber für einen Film und um diesen Film zu vermarkten, ist das Filmplakat immer noch das A und O, weil das Filmplakat ist eigentlich so das Erste, was an die Öffentlichkeit geht, noch lange, also teilweise sogar schon bevor die erste Klappe fällt, gibt es ja schon Teaser-Plakate, die halt schon fürs Marketing benutzt werden. Plakate haben mittlerweile einen Kultstatus erreicht, ja, also es gelten ja mittlerweile auch schon als eigene Kunstwerke, die du dir dann in deine Wohnung hängst oder so, ja. Plakate können zum Logo werden von einem Film, ja, also Plakate sind unheimlich mächtig und unheimlich wichtig für das Marketing eines Films oder eines Filmprojekts, einer Serie oder dergleichen. Und das ist mir halt leider auch in Deutschland, fällt mir das immer wieder auf, dass hier in Deutschland einfach dieses Feeling dafür komplett fehlt. Ja, also gerade wenn ich mit Nachwuchsfilmemachern zu tun habe, mit Independent-Produktionen oder so oder dergleichen, ja, die haben, also keiner ist sich dessen bewusst, wie wichtig das eigentlich ist und wie wichtig es ist, das auch schon von vornherein irgendwie mit auf dem Schirm zu haben, ja. Wie man ein Plakat, also wie man das Plakat oder wie man die Marketingkampagne rund um den Film aufbaut. Ich habe da einiges an Fachliteratur aus Amerika zum Beispiel, wo man halt wirklich so das Ganze international betrachtet und die gehen halt damit schon ganz anders um. Ja, da fing es halt an, dass sie 18 Monate vor der ersten Klappe schon die Pläne machen, welche Plakate, also wie das Plakat designt wird, für welchen Bereich auf der Welt das Plakat wie designt werden muss und so weiter. Abgesehen von dem Budget, das halt natürlich da reinfließt, aber das ist halt auch kein Vergleich. Von daher, ja, es ist sehr, sehr wichtig und ich kann es eigentlich nur jedem Filmemacher ans Herz legen, das halt auch wirklich auf dem Schirm zu haben, ja. Wenn du schon so tief in dieser Arten von Plakatwelt bist, da gibt es eine Sache, die vor allem, finde ich, auffällt, dass zum Beispiel Plakate irgendwie ähnlich gestaltet sind, wenn das Genre gleich ist. Da würde ich mal interessieren, wie man dann da so konkret an Plakate für die einzelnen Genres herangeht, zum Beispiel ins Film, Comedy-Film, Fantasy, Action oder Horror? Also ich persönlich gucke mir immer an, was halt so in einem Genre typisch ist, ja, oder, für ein Plakat und lasse mich da halt inspirieren. Allerdings bin ich auch jemand, der gerne experimentiert. Ja, also ich versuche auch gerne einfach Regeln zu brechen und mal halt etwas zu machen, was halt nicht typisch ist wie alle anderen. Ja, weil das ist ja tatsächlich so, wie du gesagt hast, es gibt einen roten Faden durch Genres, ja. Das siehst du zum Beispiel bei Action, das siehst du gerade Romcoms, Digga, ey, ich sag's dir, ja. Du hast weiß, pink, rosa, Rottöne, ja, aber du hast irgendwie immer weiß sehr prägnant als Hintergrundfarbe oder sowas, ja. Ey, ohne Scheiß, setz 20 Romcoms nebeneinander und du hast gefühlt 20 Mal das gleiche Plakat so vom Design her, ja. Und deshalb versuche ich da auch immer so ein bisschen, wenn sich halt die Gelegenheit bietet, ja, oder der Stoff des Films es hergibt, da halt auch immer ein bisschen zu gucken, okay, ein bisschen zu spielen, ja, so, also vielleicht mal einen Genre-Mix zu machen oder sowas, oder halt vielleicht auch aus einen typischen Stil aus einem anderen Genre zu nehmen und halt für das Genre zu benutzen, ja, wenn es halt in einem Film irgendwie so eine leichte Note gibt von dem einen Genre. Wie läuft dann deine Arbeit an einem Plakat so ab? Und du hast vorhin ein bisschen von Freiräumen gesprochen. Hast du da echt viele oder inwiefern kriegst du da auch Vorgaben von den Filmemachern? Also bis jetzt war es eigentlich so gewesen, dass ich sehr, sehr viel Freiraum hatte. Das ist, glaube ich, auch so der Vorteil, wenn du halt bei Low, No Budget oder Independent-Projekten mitwirkst, ja. Weil da dann auch wirklich die Leute teilweise froh sind, wenn sie sich halt nicht darum kümmern müssen, ja, wenn es halt jemand gibt, der sich da Gedanken drum macht und so weiter, so dass die sich halt voll auf ihren Film konzentrieren können. Und bei mir ist eigentlich so, dass ich, wie halt eben schon erwähnt, mir dann immer angucke, okay, was gibt's so in dem Genre an Plakaten, was ist so typisch und so weiter, weil die Sache ist ja die, dass ja mit dem Plakat ja auch die Zielgruppe irgendwie ansprechen muss oder ansprechen möchtest oder mehrere Zielgruppen ansprechen möchtest, ja. Das heißt, du musst ja auch Gedanken machen, okay, wer wird sich diesen Film angucken, ja, was ist diesen Leuten wichtig, die sich den Film angucken, womit kannst du sie catchen, ja, und so. Und
ja, dann gibt's halt verschiedene Entwürfe quasi oder verschiedene Ideen, die ich dann pitche. Und dann spreche halt zusammen mit den Produzenten oder Regisseuren dann drüber, was halt Sinn macht, was halt vielleicht weniger Sinn macht, was funktionieren kann und so weiter. Hör mir da auch immer sehr gern die Meinung dazu an und versuche die auch auf jeden Fall mit einfließen zu lassen. Und dann geht's halt da, dann wird halt darauf hingearbeitet, quasi den ersten Draft zu machen oder beziehungsweise erstmal die Fotos dafür zu machen. Manchmal passiert es auch, dass ich halt erst nach dem Dreh ins Projekt komme und dann muss ich halt gucken, was ich halt aus den Fotos machen kann, die halt mit den Stills machen kann, die halt irgendwie einem anderen Fotograf gemacht hat oder die aus dem Film dann genommen werden. Und dann werden halt die einzelnen Konzepte dann erstmal zum Draft gemacht, ja, wo man dann halt so grob zum Visualisieren halt die Sachen zusammenbastelt in Photoshop und so weiter. Und dann wird dann quasi immer nach und nach verfeinert, wird geguckt, okay, funktioniert das besser oder funktioniert jenes besser und so. Und dann kann es halt auch manchmal schon eine langwierige Sache sein, bis man sich da dann auf was geeinigt hat und so. Oftmals muss ich mich auch durchsetzen, ja, weil ich halt dann sehe, okay, das, was ihr euch vorstellt, wird so nicht funktionieren, ja, weil das ist halt, man darf halt nicht vergessen, man muss hier versuchen, ein Bild zu schaffen, das ja ein Produkt verkaufen will, ja, womit ihr Leute catchen muss und so weiter. Und das sind halt auch einfach Dinge, die man dann halt darin beachten muss, ja. Was ich halt auch gern mache, ist halt mit Farben zu arbeiten, mit Farbsymbolik, allgemein mit Symbolen und so weiter, ja, also auch, ich versuche immer so ein paar Sachen in meinen Postern einzubauen, was so kleine versteckte Hinweise sind auf die Story oder dergleichen. Aber es kann halt auch vorkommen, wie zum Beispiel mit Max und Double 7, da war es so gewesen, dass eine internationale Agentur beauftragt worden ist für die Plakatgestaltung und da war es eigentlich mein Job, nur die nötigen Fotos dafür zu machen und die Porträts von den Schauspielern und der Rest wurde dann halt von der Agentur übernommen. Also bei den Farben bin ich noch hellhörig geworden. Was kannst du da so machen, um mit Farben auf die Story von einem Film anzuspielen? Ja, Klassiker, wirklich ohne Scheiß, absoluter Klassiker, Rot-Blau. Also Rot-Blau, der Kalt-Warm-Kontrast ist eigentlich immer so der Klassiker. Gerade zum Action-Bereich, wenn du halt jemanden, keine Ahnung, so der Held oder Hauptprotagonist, ja, der halt dann eher so in den wärmeren Farben dargestellt ist, der dann halt gegen die kalte, trostlose Welt kämpft. Wie ich jetzt letztens bei einer Analyse von den Mulan-Postern gesehen habe, von einer Hamburg-Agentur, die dieses YouTube-Format hat, ich heiße, glaube, PAC, also P-A-C, muss es sein. Da haben sie halt zum Beispiel mit Rot gearbeitet, weil Rot halt gerade in der chinesischen, also in China halt für Mut steht, zum Beispiel, ja, also Mut, aber Rot natürlich auch die Farbe des Krieges ist und so weiter, ja. Und das sind halt so Sachen, wenn es halt um gewisse Messages in Filmen geht, ja, wie zum Beispiel Film, der jetzt um Loyalität geht oder dergleichen, ja, dass man das dann halt auch mir Gedanken macht, okay, kann man das auch irgendwie in den Farben oder mit den Farben umsetzen. Movie Minds, nur Filme.